Eins, zwei, dann fängt man an, schon sich einzugrooven, sagen wir. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt wirklich mit einer großen inneren Beteiligung die Schläge setzen. Ne? So, dass wir nicht zupfen, sondern dass wir wirklich hineingreifen in die Gitarre. Ne? Wollen wir es mal versuchen, so richtig groovig jetzt diese Form zu spielen. Ne? So, eins, so schon mitgehen. Wenn ihr eins hört und seht mich, dann müsst ihr schon irgendwo einrasten. Ne? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Schön lang spielen, ganz lang spielen. Und den Körper marschieren lassen. Schön langsam, nicht auseinanderfallen. Jawohl. Und noch einmal bitte. Noch ein bisschen intensiver. In der Regel macht man so, wenn also die letzte Strophe oder die letzte der letzte Blues-Durchgang gespielt wird, macht man so, dass man ganz klein ein bisschen retardiert, also wenn man den Turnaround spielt, die letzten zwei Takte. Ne? Und bringt meistens, sagen wir, rührt man den Akkord noch ein bisschen an da und dann abschlagen. Das wollen wir gleich mal probieren jetzt. Ne? Wir spielen mal die letzten zwei Takte, werden ein bisschen langsamer, ich mache mit. Und dann tun wir den Akkord nochmal zum Klingen bringen. Also und setzen den Schlussakkord, ne? Wollen wir mal sehen, wie sich das anhört. Achtung, die letzten zwei Takte. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt langsamer werden. Und jetzt. Yeah, das ist ein sehr guter Blues-Schluss. Ne? Jetzt möchte ich den ganzen Blues nochmal haben und ihr allein mit diesem Ritardando. Ich sage dann Schluss und dann werdet ihr langsamer, vor allen Dingen beim letzten Takt Schlussakkord und dann gebe ich ein Zeichen, dann gehen wir runter. Eins, zwei, die ganze Form wieder. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl. Sehr satt. Ja. Und jetzt langsamer, jetzt schwer werden. Und jetzt gehen. Ja. Yeah. Waren ein paar Individualisten dabei. Die haben uns einen zweiten Akkord geliefert da hinten, das macht aber nichts. Okay, das war also jetzt erstmal der Ausgangspunkt. Jetzt möchte ich zum weiteren Verfeinerungselement kommen von dem Blues. Es hört immer noch nicht auf. Können wir mal die Platte wechseln. Und zwar ist Folgendes, auch diese Geschichte war den Musikern noch nicht genug. Aber jetzt, wir haben vorhin gesagt, dass jetzt eigentlich so die Kreativität von den Jazzmusikern dazugekommen ist
Und die haben wieder bestimmte andere Elemente bevorzugt. Die haben zwar auch mit diesen Vorhaltakkorden gearbeitet, aber sie haben auch noch ein paar Elemente gehabt, die waren noch ein bisschen eleganter. Die waren noch ein bisschen glatter. Und die Pianisten, die Bassisten haben also da entscheidend mitgeholfen. Die haben neue Elemente dazugebracht. Und das kann man also unter dem Begriff Durchgang zusammenfassen. Wir haben Durchgänge gebracht. Und so einer von diesen Durchgängen, und zwar in der Reihenfolge, also von links nach rechts gelesen, dann die zweite Zeile, das möchte ich euch jetzt mal vorspielen. Ja, es sind also drei, im Grunde genommen drei Akkorde. Der ganz rechts stehende Akkord, der gleicht sich oben und unten. Es ist im Grunde genommen dasselbe Griffbild. Das ist so ein Drei, könnte man sagen, ne? Nur an zwei verschiedenen Positionen. Aber man sieht, also was wir jetzt neu lernen müssen, sind im Grunde genommen nur zwei Griffe. Wir hatten unseren Basisakkord, das war der. Und jetzt kommt ein weiterer dazu, der wird mit dem ersten Finger, greifen wir da auf dem dritten Bund. Der dritte Finger greift das A auf der E-Seite. Und auf dem fünften Bund ist das. Und der kleine Finger greift das C auf der G-Seite. Klingt schon, ja. Es ist eigentlich nicht schwer, den Wechsel da. Ja, jetzt bringe ich noch einen dritten. Das wäre der unten links. Und zwar ist es auch ein Dreieck. Das heißt also, dass im Grunde genommen dieser Finger, der diese Note gegriffen hat, der erste Finger geht nur einen halben Ton höher. Also vorher waren wir hier. Entschuldigung, er geht zwei Bünde höher und greift ein neues Dreieck. Ich persönlich greife es mit dem ersten Finger, mit dem zweiten die Bassnote, das B, und mit dem vierten Finger den oberen Ton. Ja, ich höre es schon. Können wir es mal machen? Ja, gut. Und dann kommt wieder der zweite Akkord. Ja. Ja, ich möchte es jetzt mal von euch hören. Ich würde Folgendes sagen. Also das ist grifftechnisch zwar nicht wahnsinnig schwer, aber es ist doch schon so schwer, dass vielleicht Leute, die noch nicht so lange spielen, quasi hier aussteigen müssen, weil sie es nicht schnell genug jetzt drauf bekommen. Macht euch dann nichts draus, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das einfach ziemlich normal ist, aber entscheidend ist ja, dass man jetzt etwas lernt, was man zu Hause in Ruhe üben kann, ne? Dass man jetzt etwas erfährt sozusagen. Und diese Durchgänge könnt ihr auch in aller Ruhe zu Hause üben. Ne? Aber ich habe also gehört, dass genug Substanz hier da ist, dass wir das also hier auch entwickeln können. Ne? Ich möchte gerade mal jetzt so einen Durchgang mal ein paar Mal hintereinander hören. Also ich mache es mal kurz vor. Eins, ich zähle vor. Allein jetzt erstmal. Eins, zwei, drei, vier. Das möchte ich gerne hören. Gut. Ja, jetzt wollen wir uns an die alte Tugend erinnern. Augenblick. Also es ist wirklich sehr gut. Kompliment. Aber es ist noch nicht bluesig genug gespielt. Ihr müsst wieder euch erinnern, wie schön ihr Legato gebunden, Legato, sagen die Musiker, wie schön ihr das vorhin, also bei diesen Durchgängen, bei den chromatischen Annäherungen gespielt habt. Und dasselbe Gefühl möchte ich im Grunde genommen hier auch hören. Schön, so legato wie es geht. Also so viel Ton machen, wie es geht. Oh ja, das kommt, ja. Jawohl. Ah, spitze, ja. Jetzt, danke. Ja, jetzt kommt so quasi, also
Ich habe das, als ich das zum ersten Mal kennengelernt habe, habe ich das fast wie ein Stein der Weisen, war das für mich, weil ich gedacht habe, also ich konnte einfach nicht nachvollziehen, wie dieser ständige Fluss sozusagen zustande kam. Heute weiß ich, dass es im Grunde genommen nur eine Aneinanderreihung ist von einzelnen Basisdurchgängen. Also das, was wir jetzt gespielt haben, war ein Basisdurchgang und der war in G-Dur. Und jetzt macht der Bluesmann nichts anderes, also dass er dann, ihr könnt euch an die Grundstruktur vielleicht noch erinnern, dass wir dann einen C-Dur-Akkord gehabt haben. Könnt ihr euch erinnern? Das ist unsere Bluesform, ja. Was macht er jetzt? Er macht jetzt einfach genau an die Stelle, wo früher nur Repetitionen waren, wo früher nur viermal C-Dur angeschlagen worden ist, setzt er jetzt den Durchgang in C. Achtung, erst in G. Das haben wir ja auch schon geübt, nur an einer anderen Stelle, ja. Wir spielen es jetzt hier, ne? Aber die Fingersätze, es bleibt alles das Gleiche. Jawohl, ja. Ja, schön steady spielen. Wir machen es mal in C jetzt, ja? In C die gleiche Geschichte. Eins, also C, eins, zwei, drei, vier. Nee. Ja, das seid ihr schon alleine. Ich spiele schon immer mit. Klasse. Okay, jetzt mal die beiden zusammen. Also jetzt würden wir also den ersten Takt in unserem Blues-Schema und den zweiten spielen. Also in G erst den Durchgang und dann in C. Ja? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Nochmal das Gleiche. Ja, gut. Klasse. Schön langsam, nicht schneller werden. Ihr dürft nicht eilen. Hey, okay, jetzt gehen wir zurück auf die Bluesform. Ne? Wir waren jetzt bei C, jetzt haben wir noch zwei Takte G zu liefern. Ihr erinnert euch an die erste Zeile. Ne? Und jetzt das Gleiche nochmal. Bis hierher, okay? Eins, zwei, drei und vier. Ja, und jetzt gehen wir nach C. Zweimal. Und zurück nach G. Jetzt nach D rauf. Ja, sehr gut. Okay, das Prinzip ist voll erkannt. Also, jetzt wird es für die Leute, die nur eine Konzertgitarre haben, da wird es ein bisschen schwieriger, weil er ist beispielsweise ein bisschen übel dran, ne? Weil er muss jetzt im Grunde genommen irrsinnig hoch spielen, um den gleichen Fingersatz spielen zu können. Aber es lohnt sich, wenn man das versucht, weil es klingt sehr, sehr schön gleichmäßig im Fluss. Dann in C das Gleiche. Vielleicht können wir mal Klaus war dein Name, gell? Kannst du gerade mal herkommen? Weißt, dann möchte ich das mal zeigen, wie das bei dir ausschaut. Weil er muss dann echt in den Schnee greifen oben. Aber klanglich ist es eine gute Sache. Man soll das sich erarbeiten. Ne? Kannst du uns gerade mal zeigen, wie das also bei dir ausschaut? Seine Schwierigkeit ist. Ja? Und C jetzt? Ja. Jawohl. Aber das kriegst du bestimmt drauf. Ja? So, das ist wirklich nur eine Gewohnheitssache. Ne? Klasse, danke. Und also das ist das Problem jetzt bei den Leuten, die nur mit einer Konzertgitarre spielen. Ich finde, er hat einen Applaus verdient. Gell?